Ach ja, Uncharted. Eine meiner liebsten Spielereien. Bombengrafik, tolle Inszenierung und spitzen Gameplay verpackt in einem Paket mit angenehm langer Spielzeit. Das freut die Spieler und vor allem die Kasse der Entwickler. Das dachten sich die Menschen bei Semaphore oder wie auch immer man das ausspricht, den Entwickler von Unearthed Trail of Ibn Battuta auch. Das aus Saudi-Arabien stammende Studio wollte mit diesem Spiel zeigen, dass sie auch was können. Auch wenn allein schon der Name eher wirkt wie einer dieser Asylum-Knockoff-Filme oder irgendwie sowas in der Richtung. Erschienen ist der Titel für ganze 6 Systeme, den PC, macOS, PS3, Android, iOS und die beste Konsole aller Zeiten, die Ouya. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, habe ich auch nur von dem Spiel erfahren, weil ich damals tatsächlich gehypt von der Ouya war und das Spiel groß dafür angekündigt wurde. Entwickelt wurde das Ganze natürlich in der Unity Game Engine, ich meine, mit was auch sonst. Ursprünglich sollte Unearthed in mehrere Episoden aufgeteilt werden. Zu mehr als Episode 1 kam es aber nie. Es wurde zwar noch angekündigt, dass aufgrund des negativen Feedbacks zum Spiel bezüglich der Grafik alle anderen Episoden in der Unreal Engine 4 entwickelt werden, dazu kam es aber bis heute 11 Jahre später nicht. Was mich nicht sehr wundert, denn ich meine, das Spiel hat den Metascore von 11. Ich meine 11, also da würde ich auch keinen zweiten Teil mehr machen. Naja, das sind die dürftigen Infos zum Spiel, aber jetzt erstmal rein ins Abenteuer. Looking at where this one got me so far, I have my own take on the subject. My name is Forrest Jawad and now I will put an end to all this. Wir schlüpfen also in die Haut von Faris Jawad, ohne zu wissen warum, schleichen wir angeschossen durch ein Gebäude, knallen Typen ab und werden überladen von viel zu vielen Tastenkombinationen, die ich eh gleich wieder vergessen werde. Nach einem Kampf mit dem schlechtesten Nahkampfsystem ever stürmen wir in ein Büro und tata, Rückblende. In einer echt nicht so hübschen Cutscene erfahren wir, was wir hier tun sollen. Mit Dania, unserer Gefährtin, sind wir in Ägypten und sollen natürlich irgendein Artefakt aus irgendeinem Tempel holen. Den starren Augen von Faris nach zu urteilen, ist er eher nicht so begeistert oder high. Eins von beiden. An der Stelle war ich aber tatsächlich ein bisschen begeistert davon, dass die Entwickler sich hier wirklich Mühe mit der Animation der Charaktere gegeben haben. Ich meine, schaut euch diese Gestikulierung an. Naja, aber umso lustiger finde ich es, dass es für die Augen nicht mehr gereicht hat. Angekommen im ersten Raum des Tempels sollen wir 4 Artefakte finden. Das erste habe ich schon beim Reinkommen gesehen, das zweite war in einer Vase und dann habe ich ewig keins mehr gefunden. Ich habe dann also mit der schlechten Steuerung gekämpft, jede Ecke der Map abgesucht, bin einmal gestorben, weil Steuerung und so. Aber nichts. Wo waren sie dann? In anderen Vasen natürlich. Ich meine, come on, eins in einer Vase, aber alle 3 in einer Vase? Da wäre mehr gegangen. Immerhin haben sie ein Feature eingebaut, damit man die Orte schnell finden kann. Also alle 4 Artefakte in einem Brunnen geklatscht, der die große Tür am Ende des Raumes öffnen soll und dann bin ich einfach erstmal durch den Boden geglitscht. Ich dachte mir, kein Problem, ich lade einfach den letzten Kontrollpunkt und gut ist es. Glücklicherweise waren die Artefakte noch da, aber egal wie oft ich geladen, das Spiel neu gestartet habe, wollte mich das Spiel einfach nicht mehr weiterlassen. Da blieb dann nur eins. Ich musste nochmal ganz von vorne anfangen, also nochmal durch diese schreckliche Tutorial-Sequenz, dann wieder in den Tempel, alle Artefakte in den Brunnen klatschen und diesmal hat es Gott sei Dank funktioniert. Siehe da, die Tür öffnet sich. Also dringen wir weiter vor in das Herz des Tempels. Falls ihr Epilepsie habt oder Probleme mit flackernden Bildern, hier ist eine kleine Warnung, könnte gleich ein bisschen unangenehm werden. Natürlich müssen wir als echter Grabräuber auch mal eine Fackel in die Hand nehmen, um zu sehen, wo im Tempel die 2000 Meter tiefen Löcher des Todes sind. Nur schlimm, dass die Fackel so unglaublich eklig blinkt, dass ich trotz der dummen Funzel fast nichts gesehen habe. Interessanterweise musste ich bei diesem Bereich tatsächlich ein bisschen schmunzeln, das mit diesen unendlichen Löchern hat mich irgendwie so an dieses Barbie Tomb Raider Spiel erinnert und ich meine, das war auf der PS1 schon nicht wirklich kreativ. Naja, aber ansonsten noch ein paar absolut einfache Rätsel mit dem dümmsten RC-Auto der Welt. Ja, die haben ein RC-Auto dabei. Fragt mich nicht warum, aber sie haben es dabei. Sie hielten es wohl für eine gute Idee, in den Tempel ein RC-Auto mitzunehmen. Dann nur noch die Artefakte an sich nehmen, wieder zurück durch den Tempel, auch wenn da natürlich jetzt Gegner auf uns warten und das war's dann schon mit dem Tempel. Dann kriegen wir von Meister Proper erstmal unser Auto gesprengt. Der labert uns natürlich erstmal zu, wir können aber natürlich fliehen. Was darf in einem Uncharted-Klon aber natürlich nicht fehlen? Richtig eine Rail-Shooter-Sequenz.
die tatsächlich spaßiger war als der ganze Rest vom Spiel bis jetzt. Also nicht gut, aber spaßiger. Mitten in der Wüste bekommen wir einen Anruf von Rashid Al-Kalabi, der natürlich wichtige Infos für uns hat und bittet uns deshalb nach Tangier zu kommen. Und ja, sogar das Spiel war verwirrt, dass es Handynetz in der Wüste gibt. We have good mobile coverage here? Wow. Spätestens ab dem Punkt hat mich das Spiel dann auch restlich verloren. Erst müssen wir irgend so einen Vogel verfolgen, mit dem besten Parcoursystem der Welt, dann vor der Polizei wegrennen, auch wenn es absolut nicht eindeutig ist, wohin. Also es ist eindeutig, aber es ist so eindeutig, dass es schon wieder keinen Sinn macht. Zu Fuß entkommen müssen wir natürlich noch mit dem Auto entkommen. Aber naja, was heißt entkommen? Einfach so lang durch die immer wieder spornende Stadt fahren, bis das Spiel irgendwann sagt, so Boss, jetzt sind wir fertig. Und das war's. Ja, das war das ganze Spiel. Mehr kommt nicht. Wenn man die Cutscenes abzieht, war das gerade mal 35 Minuten Gameplay. Und wisst ihr was? Ich finde es schade. Klar, das Spiel ist Müll, aber ich hatte beim Spielen immer das Gefühl, dass da wirklich jemand zeigen wollte, was er kann und sich damit so hoffnungslos übernommen hat, dass es absolut keinen Spaß mehr macht. Ich meine, schaut euch mal an, was sie alles reingepackt haben. Ein Klettersystem, mehrere Fahrzeuge, mehrere Waffen, Rätsel, mehrere Locations, eine Story mit Cutscene und. Hätten sie sich einfach nur auf ein bis zwei Sachen davon festgelegt und ein kleines 3-Stunden-Adventure oder sowas draus gemacht, statt Episoden, die 30 Minuten gehen, wäre das Ganze wahrscheinlich immer noch kein gutes Spiel, aber es wäre wenigstens ein fertiges, rundes Erlebnis. Naja, ich denke, wir werden nie erfahren, wie es in den weiteren Episoden weitergegangen wäre, aber falls jemand dazu eine Fanfiction geschrieben hat, weil das Spiel ja nicht einfach so vorbei sein kann, haut sie doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn einer von euch Bock hat auf ein zweitklassiges Erlebnis, also in dem Fall von dem Spiel, aber es nicht selber zocken will, ich werde das komplette Gameplay auf meinem Zweitkanal unkommentiert hochladen. Dann habt ihr so ein bisschen so einen Schmockbuster, den ihr euch angucken könnt, wie so eine 45-Minuten-Episode einer so richtig schlechten, billig abgeklatschten Serie. Naja, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ein Abo und ein Daumen nach oben wären wie immer ein Traum. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!